Ich will euch heute einen verkannten Helden aus der Pflanzenwelt vorstellen, und zwar die Pusteblume oder auch den Löwenzahn. Löwenzahn hat nämlich einen ganz schön schlechten Ruf. Die meisten wollen ihn lieber nicht in ihrem Garten haben. Dabei hat Löwenzahn 7 tolle Eigenschaften, die ihn geradezu zu einer heldenhaften Pflanze machen. Superheldenfähigkeit Nummer 1. Die Blätter sind vollgepackt mit Vitaminen und Nährstoffen. Und wenn sie sauber sind und nicht neben einer Straße wachsen, machen sie einen super Salat. Superheldenfähigkeit Nummer 2. Dein Morgenkaffee. Er macht dich zwar nicht besonders wach, weil er kein Koffein hat, schmeckt dafür aber super, besonders mit ein bisschen Milch. Am besten nimmt man dazu die Wurzeln, trocknet sie, röstet sie und gießt sie dann heiß auf. Aus dem Saft von dem russischen Löwenzahn, einem engen Verwandten des europäischen Löwenzahns, lassen sich zum Beispiel Autoreifen herstellen. Löwenzahn ist deshalb so unbeliebt im Garten, weil seine tiefen Wurzeln sehr schwer zu entfernen sind, wenn man ihn einmal loswerden möchte. Dabei ist es eigentlich Superfähigkeit Nummer 4. Mit den tiefen Wurzeln kann Löwenzahn nämlich die Nährstoffe tief aus den Bodenschichten nach oben holen und sie so anderen Pflanzen zur Verfügung stellen. Superheldenfähigkeit Nummer 5. Aus Löwenzahn lässt sich wunderbar Wein machen. Dazu kocht man die Blüten mit ein bisschen anderem Obst aus, packt etwas Hefe dazu, lässt das Ganze fermentieren und fertig ist der Löwenzahnwein. Superheldenfähigkeit Nummer 6. Löwenzahn stellt auch eine super Nahrungsquelle für Insekten dar. Nummer 7. Die witzigste Art der Fortpflanzung ist immer noch die Pusteblume. Ich hoffe, diese 7 Superkräfte machen auch für euch Löwenzahn zum Helden. Wenn ihr mehr wissen wollt, bei plantsandpipettes.com haben wir noch mehr Heldengeschichten aus der Pflanzenwelt.